Das Kaffee stinkt auch ohne, doch mit ihm ist es lang schon. Also ich bin der Pim Newlands. Ich bin Keyboarder, Backing-Sänger und ein bisschen Rhythmusgitarrist bei Blick Unplugged. Die Herausforderung ist sicher, dass wir alle versuchen, mit wenig Sound eigentlich möglichst viel Song zu bringen. Also sonst hast du ja bei vielen Pop-Projekten hast du Zeug, das mitläuft. Oder heute halt fast überall da ist wirklich basic. Es ist einfach das Zeug, das gespielt wird, hörst du. Und es ist kein Fake hinten dran. Und das ist immer eine Herausforderung, macht es aber auch interessanter. Du bist viel mehr im Song drin. Ich bin Dominik, ich mache Drums für den Blick und produziere und leite die Band. Unplugged bedeutet für mich vor allem, dass wir kein elektrisches Instrument benutzen. Also das heisst vor allem akustische Gitarre, Akkordeon, Drums, Kontrabass. Hallo, ich bin Hubert und ich spiele mit Blick Akkordeon. Ich bin der Oli und meine Funktion ist Gitarre spielen. Ich bin Gog Feller, Sängerin auf dieser Unplugged-Tour. Unplugged bedeutet ziemlich nackt. Das heisst, man hört alles, man hört jeden Fehler, man hört auch, wenn man Freude hat. Und das ist die Idee. Und da freue ich mich drauf, mal so richtig auch zu zeigen, was wir alles machen. Ja, hallo, ich bin Emmy. Ich spiele Kontrabass und E-Bass beim Blick seiner Akustik-Tour. Also, ich bin Anime. Unsere Funktion ist, das Ganze ein bisschen weiblicher zu machen. Wir stehen hier ein für Frauenpower. Und wir freuen uns mega, mal so ein bisschen die Songs, die man schon kennt vom Blick, mit anderen Ohren zu hören und mit anderen Stimmen zu singen. Es gibt mal etwas ganz Neues. Wir sind in der Regie vom legendären sagenumwobenen Powerplay-Studio. Wir haben seit Tagen jetzt das Unplugged-Projekt einstudiert. Jetzt gucken wir zum ersten Mal an, hören ein bisschen, was wir so falsch machen, um es in der nächsten Hälfte der Probe besser zu machen.